Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Angelika. Ich zeige euch heute, wie ich eine Haube nähe für diesen Drucker hier. Ein Freund hat mich gebeten, ihm diese Haube zu nähen, einfach als Staubschutz. Vor ein paar Jahren habe ich ihm bereits eine Haube genäht für seinen Bildschirm und seine Tastatur. Von diesem Stoff habe ich aber nur noch so kleine Reste. Das reicht mir leider nicht. Ich habe aber einen anderen Stoff in fast der gleichen Farbe. Und deshalb werde ich ihm die Haube aus diesem Stoff nähen. Jetzt könnte ich einfach ein glattes Stück Stoff nehmen, eine Haube nähen, ein ganz einfaches Anfängerprojekt. Aber das ist mir ein bisschen zu langweilig. Ich liebe Patchwork, wer mich kennt, der weiß das. Und ich werde heute ein Paper Piecing Patchwork-Projekt nähen auf dieser Haube. Wer von euch dieses Video gesehen hat, wie ich das Ampelmännchen genäht habe, und vielleicht etwas gerne nachnähen möchte, vor der Komplexität des Ampelmännchens aber zurückschreckt, für den ist dieses Video heute möglicherweise genau das richtige Projekt. Ein Drucker arbeitet mit Farbe und was liegt da näher, als einen Entwurf mit einem Farbkreis zu machen. Ich habe also ein bisschen gezeichnet mit Dreiecken und allen möglichen anderen Formen und verschiedene Entwürfe gezeichnet und ich habe mich jetzt aber für etwas Einfacheres entschieden. Ich werde euch zeigen, wie ich den Entwurf mache, wie ich die Paper Piecing, das Objekt nähe und wie ich dann die gesamte Haube zusammensetze. Es wird ein langes Video wahrscheinlich werden, aber es wird nicht schwer. Und nun zeige ich euch nochmal meine Stoffauswahl. Diese Stoffe alle möchte ich verwenden. Ein Drucker arbeitet mit Farbe. Und deshalb wird mein Projekt sehr bunt und ich werde Bleistifte nähen. Nachdem ich nun gerechnet und gemessen habe, habe ich festgestellt, ich brauche 13 Bleistifte. Ich habe also viel zu viele Stoffe herausgesucht. Was ihr oben im Bild seht, sind die 13 Farben, die ich verwenden werde. Rechts die beiden Grund- bzw. Hintergrundstoffe. Und was ihr unten im Bild seht, ist das, was ich aussortiert habe. Das wird also nicht ins Projekt aufgenommen werden. Ich setze meine Bleistifte zu einer Borte zusammen, also so wie sie in einer Farbschachtel liegen würden. Und mein Stück Stoff, was ich damit machen möchte, soll 20 cm hoch sein etwa. Also ich nehme jetzt einfach ein DIN A4 Blatt, ein kariertes. Jetzt habe ich hier 19. Das ist aber okay. Und ich brauche 39 cm in der Breite, das heißt, ich muss zwei Blätter zeichnen, eines wird nicht reichen. Das macht aber nichts, das kann man problemlos zusammensetzen. Meine Bleistifte sollen 3 cm breit werden. Deshalb zeichne ich jetzt die erste Linie. Also ich orientiere mich jetzt einfach an den Kästchen. Das ist das Einfachste. Hier vorne ist meine erste Linie. Und dann in 3 cm Abständen zeichne ich die Bleistifte. Ich werde meine Bleistifte verschieden hoch machen. Das ist ja auch im wahren Leben, ist das so? Ich mache den ersten Bleistift ziemlich hoch. Und gehe nun 3 cm hoch. 1, 2, 3. Und zeichne eine Spitze. Und im Abstand von 1 cm mache ich mir hier nochmal eine Linie hinein. Ich zeige es euch mal ein bisschen näher. Und das wiederhole ich jetzt hier, bis ich auf der anderen Seite bin.
Jetzt mache ich einen Bleistift ein bisschen niedriger. Mit dem wurde schon ein bisschen mehr gezeichnet. Also ich messe jetzt hier gar nichts aus. 1, 2, 3 hoch und 3 rüber. Ich mache das einfach nach Augenmaß. Nun habe ich mein Blatt mit Bleistiften gefüllt. Nun werde ich es zuschneiden, also hier unten genau am Kästchen abschneiden. So, das sind meine Bleistifte, so wie die Borte nachher fertig genäht aussehen wird. Ich brauche aber noch ein paar Nählinien mehr. Und zwar muss ich die rechte Seite der Spitzen bis zum links daneben liegenden Bleistift fortsetzen. Und die senkrechten Linie und die senkrechten Linien der Bleistifte bis zum Rand meiner Borte, also bis zum Rand meines Papiers. Hier seht ihr jetzt die fertige Vorlage fürs Paper Piecing Nähen. Ich zeige es euch mal in Nahaufnahme. Und die Nähfolge ist nun 1, 2, 3, 4, 5. Und dann kommt der Bleistift, der da rechts daneben liegt. Es geht also weiter mit 6, 7, 8, 9, 10. Ich werde jetzt noch ein zweites Blatt zeichnen. Ich habe jetzt hier 2, 4, 6, 8, 9. Ich brauche 13. Ich brauche also noch einmal 4 Bleistifte. Die zeichne ich jetzt auf ein zweites Blatt Papier. Ich habe meine Bleistifte gezeichnet, 13 Stück an der Zahl, und habe das Papier zugeschnitten. Wie ihr seht, habe ich außen herum keine Nahtzugabe gelassen. Ich habe jetzt schon 3 oder 4 Projekte genäht mit Paper Piecing. Und bin für mich zu dem Schluss gekommen, dass es einfacher ist, das Papier ohne Nahtzugabe zuzuschneiden, den Stoff aber sehr wohl natürlich oben, unten, rechts und links nachher überstehen zu lassen. Also das darf man nicht vergessen. Wer das nun kopieren möchte, 1:1, der macht genau jetzt einen, hält das Video an und macht einen Screenshot. Dann könnt ihr das maßstabgetreu nachzeichnen. Ihr könnt natürlich eure Bleistifte, wenn ihr das Ganze kleiner machen möchtet, schmaler machen und auch kürzer. Ihr könnt sie natürlich auch oben alle gleich lang machen, dann sind das neue Bleistifte. Mit meinen wurde schon ein bisschen gezeichnet, die sind verschieden abgenutzt. Was jetzt ganz, ganz wichtig ist beim Nähen, ihr seht, ich habe den Fehler auch wieder beim ersten Mal gemacht. Ich möchte links anfangen mit den hellen Farben und mich nach rechts, nach dunkel vorarbeiten. Das Ganze wird nach dem Nähen aber so herum erscheinen. Also der Entwurf muss immer spiegelverkehrt sein. Das bedeutet, ich fange hier mit dunkelgrün an und arbeite mich vor bis hellgelb hier rechts. Wie gesagt, es erscheint nachher spiegelverkehrt. Das nächste, was nun gemacht werden muss, ist, diese ganzen gezeichneten Linien werden gefaltet. Ich suche mir jetzt also eine dünne Pappe.
etwas, was ungefähr die Stärke hat, zum Beispiel hier meines Heftblockes. Das geht sehr gut. Und falte die ganzen Linien das Papier so um. Also überall, wo ich nachher nähen werde. So, ich hoffe, ihr könnt das sehen. Also es wird alles so nach rechts umgefaltet. Das mache ich jetzt mit all diesen Linien. Alle senkrechten, all diese schrägen und auch diese waagrechten Linien hier. Das ist eine Fleißarbeit. Alle Teile, die ich für jeden Bleistift brauche, habe ich mir jetzt hier rational zugeschnitten. Und zwar ist das dieses Teil 2 vom Bleistift. Das ist nachher im fertigen Zustand 1 cm hoch und 3 cm breit. Ich brauche zweimal einen 3/4 cm Nahtzugabe. Das heißt, ich habe zugeschnitten Streifen von 2,5 cm Höhe und 4,5 cm Breite. Dass ich nun das beim Nähen und Rumwerkeln nicht verdrehe, mache ich mir eine Stecknadel auf jedes einzelne Teil. Dann weiß ich, wo die Stecknadel ist, ist rechts. Und wo der Kopf ist, ist oben. Dann habe ich es nachher bei meinem Nähen an allen Bleistiften auf jeden Fall in der gleichen Richtung. Das mache ich nun für alle Teile hier. Und dann schneide ich mir als nächstes Teil Nummer 4 zu, denn das wird ja auch bei jedem Stift gleich. Ich habe mir genauso rationell die nächsten Streifen zugeschnitten. Und zwar diese hier. Das ist 1,5 cm hoch, plus Nahtzugabe gibt 2,5 cm. Und in dieser Richtung hier 6 cm. 6 cm plus 1,5 gibt 7,5. Habe ich mir wieder 13 Stück zugeschnitten. Die Teile, die hier drankommen, müssen verschieden lang sein. Deshalb schneide ich die jetzt nicht rationell im Voraus zu. Aber ich kann die Höhe. Er muss maximal diese Höhe haben, das sind 3 cm plus Nahtzugabe 4,5. Das heißt, ich schneide mir jetzt einfach einen langen Streifen von 4,5 cm Höhe und kann dann immer ein passendes Stück abschneiden. Da, wo ich die Bleistifte sehr hoch gemacht habe, brauche ich ein kleines Stück und wo ich die Bleistifte sehr niedrig gemacht habe, brauche ich ein längeres Stück. Und die einzelnen Farben, die schneide ich mir dann zu, so wie ich es nähe. Ich kann aber schon mal hier ausrechnen, die Spitze des Bleistiftes ist unten 2 cm breit, das heißt, ich brauche 3,5 cm in der Breite und sie ist 2 cm hoch, brauche ich also auch 3,5. Das heißt, ich schneide mir hier nachher Quadrate von 3,5 mal 3,5 cm zu für jeden Bleistift in der passenden Farbe. Und hier einen Streifen 3 cm plus Nahtzugabe 4,5 cm breit. Und dann eben diese Höhe, die ich hier brauche. Die kann ich ja dann für jeden einzelnen Bleistift hier ablesen oder abmessen. Ich habe mir nun meinen ersten Bleistift abgetrennt, mein erstes Schnittmuster von meinem Schnittmusterbogen. Und ich beginne mit Teil Nummer 1, das ist die Spitze des Bleistiftes. In meinem Fall habe ich hier einen sehr dünnen Stoff, deshalb nehme ich den doppelt. Das muss man normalerweise nicht machen. Ich lege nun meinen Stoffteil Nummer 1 mit der rechten Seite nach unten auf den Tisch und lege mein Schnittmuster so darauf, dass die komplette Fläche Nummer 1 bedeckt ist. Ihr seht rechts und links den Stoff noch ein bisschen herausschauen. Man kann das also sehr leicht erkennen. Und dann stecke ich das fest. Das Dreieck Nummer 1 muss komplett bedeckt sein. Dann nehme ich Stoff Nummer 2 mit der rechten Seite nach oben und lege es so darunter,
dass die Nahtlinie zwischen Teil 1 und Teil 2 bedeckt ist. Hier ist die Nahtlinie und hier ist die Stoffkante. Ich mache das jetzt hier alles nach Augenmaß. Und um zu kontrollieren, ob der Stoff Teil Nummer 2, also ob das Schnittteil Nummer 2 auch komplett bedeckt ist, faltet man das um. Und Schnittteil Nummer 2 endet hier. Also ihr seht, der Stoff ist reichlich groß zubeschnitten. Das sind ja sowieso ganz winzige Stoffteilchen, also da kann man ruhig ein bisschen großzügig beim Zuschneiden sein. Nun stecke ich das gemeinsam fest. So sieht das von links aus. So sieht das von rechts aus. Und nun steppe ich mit einem Geradstich die Naht zwischen Teil 1 und Teil 2. Ich nähe in meinem Fall jetzt von ganz rechts nach ganz links vom Papier, also überall, wo das Papier ist. Die Nahtenden werden nicht verriegelt, denn die Stoffteile werden ja nachher außen sowieso wieder abgeschnitten. Wichtig noch zu sagen, der Stich wird mit einer sehr kurzen Stichlänge eingestellt, also am besten weniger als 2 mm. Ich habe das gesteppt, und zwar mit einem grauen Garn. Nun falte ich Teil 2 herunter und bügle das. So sieht das von rechts aus und so sieht das von links aus. Nun lege ich meine Karte an die zweite Naht, also zwischen Teil 2 und 3. Falte mein Papier herum und kürze die Nahtzugabe auf 5 bis 7 mm. Ich mache das nach Augenmaß. Und dann kommt Teil 3 darunter. Das muss so herum angenäht werden. Wird also so hier dran gelegt. Und zwar so, dass die Nahtzugaben hier etwa um 1 mm differieren. Dann legt sich das nachher ein bisschen besser. Und dann steppe ich die Naht zwischen Teil 2 und Teil 3 ebenfalls wieder von ganz nach rechts bis ganz nach links. Ich habe diese Naht gesteppt, dann das wieder nach unten gefaltet und gebügelt. So sieht es jetzt von rechts aus und so sieht es von links aus. Und da mache ich mir jetzt eine Stecknadel hinein, dass mir das hier nicht mehr verrutscht. So, das nächste Teil, was genäht wird, ist Teil 4. Deshalb falte ich jetzt das Teil hier an dieser Naht, an dieser Linie. Und dazu muss ich nun hier, da habe ich ja vorhin genäht, ihr seht das nicht, dieses Stück, was ich hier genäht habe, da falte ich das Papier herum und dazu muss ich es hier aus der Naht ein kleines bisschen herausreißen. Und kürze wieder meine Nahtzugabe. So sieht es von rechts aus und so sieht es von links aus. Nun nehme ich mein Teil Nummer 4 mit der rechten Seite nach oben und lege das so drauf, dass dieses Teil Nummer 4, also dieses, muss komplett auf dem braunen Stoff aufliegen. Und dazu lege ich es so auf,
dass dieses hier komplett aufliegt. Bis hier werde ich nähen. Und nun nähe ich auf dieser Linie von hier bis hier. Hier werde ich 2 mm drüber nähen und wieder ein kleines bisschen zurück. Ich habe das jetzt gesteppt. So sieht das aus. Nun kürze ich hier wieder die Nahtzugabe. Falte das herum und bügle es. Dann sieht es so von der linken Seite aus und so von der rechten. Nun nehme ich meinen langen Streifen und nähe Teil Nummer 5. Ich schlage Linie Nummer 5 um. Kürze die Nahtzugabe. Und nun erkennt man auch schon, wie das wird. Rechts, rechts und lege es nun Da muss ich hin. So auf meinen Stoff, dass wieder Teil Nummer 5 komplett belegt ist. Und steppe die letzte Naht von hier bis hier. Ich habe das gesteppt und nun wird wieder gebügelt. So, ich habe das gebügelt. Und ihr seht, das ist ein Bleistift. Nun kann ich das hier mit der Schere grob abschneiden und den Feinschnitt, den mache ich dann nachher. Also die Streifen, die ich für Teil 4 zugeschnitten habe, sind ein bisschen schmal. Ihr seht, da bleibt mir keine 7 mm Nahtzugabe. Also diese kleinen Teile habe ich geschnitten. 2,5 cm. Mach die lieber 3 cm. Breit. Dann ist es nicht so ein Gefummel. Und auf diese Art und Weise nähe ich nun alle meine Bleistifte. Hier seht ihr meine Bleistifte. Die sehen jetzt noch ein bisschen unegal aus, der hier zum Beispiel, weil sie noch nicht korrekt zugeschnitten sind. Hier rechts gibt es noch die grünen. Und dann, was auch sehr hübsch aussieht, ist der Schnipselbecher. Was ich euch noch zeigen möchte, also die Technik ist nicht schwer, es kommt aber auf sehr genaues Arbeiten an. Wenn man oben das nicht in den rechten Winkel legt, dann verschiebt sich das bei knapp 20 cm Streifenlänge schon ein bisschen. Also ihr seht, das ist verschoben. Deshalb ist es gut, wenn man seine Stoffstücke ein bisschen größer macht, sonst fehlen einem ganz schnell mal die Ecken. Ich musste jetzt beim Nähen auch 2 oder 3 Mal, glaube ich, etwas auftrennen, weil es ein bisschen zu schief war und irgendwo etwas gefehlt hat. Und einmal habe ich als erstes diese Naht genäht statt diese. Also das sind so kleine Fehler, die können passieren. Dann trennt man das wieder auf. Und wenn es gar nicht zu retten ist, schneidet man nochmal einen Stoffstreifen zu. Es sind ja wirklich ganz winzige Stücke, es sind Reste. Also, was soll's. Das nächste, was nun gemacht wird, ist die Streifen, also die Bleistifte, zu einer Borte zusammennähen. Und das mache ich nun, ohne dass ich an den Nahtzugaben noch irgendwie lang herumschneide. Das war Katze Salome. Ich nähe jetzt zuerst den hellgelben an den dunkelgelben, lege sie dazu wie immer rechts auf rechts zusammen. Ich gehe zunächst hier unten ganz an der Ecke, wo das Papier ist, mit der Nadel von links nach rechts und am anderen gehe ich von rechts nach links durch den Stoff, genau an dieser Stelle. Und dann bringe ich diese beiden Punkte genau senkrecht aufeinander.
und stecke mir die Nadel so hinein. Und dann muss sie natürlich hier unten an der Papierkante sein und auf der Rückseite auch. Also ihr seht, hier ist jetzt eine Verschiebung um einen Millimeter. Das heißt, das mache ich nochmal. Ja, jetzt passt es besser. Also die Nadel liegt genau am Papierrand und auf der anderen Seite auch am Papierrand. Und dann passt das. Und dann mache ich das. Ich glaube, ich fange am oberen Ende an. Gehe ich auch genau an der Ecke. So, meine Nadel sticht genau an der Ecke ein und geht am Papier entlang. Und auf der Rückseite bin ich schon wieder einen Millimeter daneben. Nun mache ich mir hier nochmal eine Nadel rein. An die Papierkante und sie muss auf der Rückseite an der Papierkante liegen. Also hier bin ich schon wieder einen Millimeter daneben. Liegt aber daran, dass ich mein Papier auch ein bisschen neben der Linie zugeschnitten habe. Ja, das passt. Und jetzt kann ich an dieser Papierkante entlang diese beiden Stoffstücke zusammensteppen. Dabei steppe ich jetzt von hier unten bis ganz nach hier oben und werde das auch verriegeln. Das hier kürze ich noch ein bisschen. Ich habe gesteppt und nun falte ich das auf, schaue mir an, wie es aussieht und wenn es mir gefällt, bügle ich es aus. Danach fahre ich fort und setze alle Bleistifte zu einer Borte zusammen. Ich habe alle meine Stifte zusammengenäht. Es passt nicht überall ganz. Also der Nahtpunkt hätte eigentlich hier sein sollen. Der hier sieht besser aus. Der rosane hier ist insgesamt irgendwie ein bisschen schief. Aber die Spitzen sind alle sehr gut gelungen. Ich habe auch ziemliche Probleme hier beim Nahtzugabe auseinanderbügeln. Hier ist es ziemlich dick, dieser Grundstoff hier, der ist ziemlich dick. Aber von Ferne betrachtet ist es genau so geworden, wie ich es mir vorgestellt habe. Jetzt werde ich das noch begradigen. Also hier alles schön Nahtzugabe zugeben, diese ganzen Fransen weg. Und hier oben auch die ganzen Zipfel und Fransen weg. Und dann wird die Haube berechnet und genäht. Ich habe mein Papier überall herausgemacht, außer an dem äußeren jeweils und habe das schön gerade geschnitten. Und jetzt sieht das ganz ordentlich aus. Aus ein paar übrig gebliebenen Stoffresten habe ich dieses Katzenspielzeug gebastelt. Das hänge ich an den Kletterbaum meiner Katze und Salome holt es dann wieder herunter. Als letztes muss ich jetzt noch meine Haube nähen. Ich werde meine Haube im Prinzip aus einem Stück Stoff zuschneiden und nähen. Die Außenkante ist ein Rechteck und ich werde nur die Ecken wegschneiden. Also dieses hier wird weggeschnitten an allen vier Ecken. Dann wird dieses Stück Stoff auf dieses Stück Stoff genäht und dann habe ich auch schon meine fertige Haube. Außenherum brauche ich eine Nahtzugabe, die habe ich jetzt hier mal skizziert. Und nun muss ich nur noch meine Maße eintragen. Die Maße habe ich bekommen von meinem Freund,
Das ist die Höhe, die er mir angegeben hat. Das sind in meinem Fall 20 cm. Das ist dieses Stück hier. In dieser Richtung muss ich jeweils hier 20 cm haben. Dann hat er mir angegeben die Breite des Druckers. Das ist dieses Maß von diesem bis zu diesem Strich hier. Weiß ich jetzt nicht auswendig, muss ich nachsehen. Da gebe ich 1 cm Bewegungsspielraum dazu. Und dann hat er mir angegeben die Tiefe. Das mache ich jetzt mal als gestrichelte Linie. Das ist Maß Y plus 1 cm Bewegungsspielraum. Denn die Haube soll ja nachher nicht klemmen, sondern sich bequem über das Gerät stülpen lassen. In der Höhe werde ich nichts zugeben, denn es soll auf dem Tisch nicht aufstehen, lieber unten 1-2 mm Luft haben. Das heißt, dieses Maß werde ich keinen Zentimeter zugeben. Werde dann aber außen herum jeweils meinen 3/4 Zentimeter Nahtzugabe dazu rechnen. Vorrechnen werde ich euch das nicht, denn eure Haube hat ja ein anderes Maß. Dieses schneide ich mir dann, wie gesagt, im Prinzip aus einem Stück Stoff zu. Da ich aber ja ins Außenmaterial meine Borte einarbeiten möchte, die wird hier vorne eingearbeitet, also so, dass die hohen Stifte ein kleines bisschen über diese Linie herausgehen und nicht ganz unten am Boden stehen. Und aus dem Futterstoff, das wird ein Stück Stoff werden. Und das Obermaterial setze ich dann hier Streifen zusammen und das hier wird aber eine Fläche sein. Und das schneide ich jetzt zu. Ich habe mein Vorderteil zusammengesetzt, hier unten einen Streifen angesetzt, dann hier rechts und links einen Streifen angesetzt. Dann habe ich hier meine 20 cm Quadrate ausgeschnitten an allen vier Ecken. Jetzt habe ich ein Teil, das sieht so ein bisschen aus wie ein Kreuz. Das ist mein Außenstoff. Und nun schließe ich, also ich lege das so in die Diagonale. Und schließe nun diese Naht hier füßchenbreit und werde hier oben dann eine ganz kleine Rundung machen, aber nur so 1 cm weit, dass die Ecke nicht so hart wird, sondern ein bisschen rund. Denn das Gerät, das zugedeckt werden soll, ist ja auch nicht eckig, sondern eher rund. Ich habe das zweite Teil, also aus dem gleichen Stoff, ein Futterteil zugeschnitten. Genau die gleichen Maße, genau die gleiche Größe. Da mein Stoff stellenweise so Buchstaben aufgemalt hat, die auch beim Waschen nicht herausgehen, musste ich das aus zwei Stücken zuschneiden. Also hier so ein kleiner Streifen hat mir gefehlt. Deshalb habe ich hier einen Streifen angesetzt mit einer ganz einfachen Geradnaht. Und wenn ich da sowieso schon etwas annähen muss, kann ich auch da meine Wendeöffnung hineinlassen. Das heißt, hier ist die Wendeöffnung. Die hat jetzt etwa 20 cm Länge. Wenn ich das Futter aus einem Stoff zugeschnitten hätte, also diese Naht hier nicht hätte, dann würde ich die Wendeöffnung hier an das rückwärtige Teil der Haube legen, unten in die Bodennaht sozusagen. Nun schließe ich auch am Futter, schließe ich genauso diese vier Ecken und danach wird das Ganze dann verstürzt. Hier seht ihr die Rundung, wie ich sie genäht habe. Ich habe zunächst hier in der Diagonalen 2 cm abgemessen, mir eine Schneiderkreidemarkierung gemacht und die Naht ab hier bis hier schräg, also so ein bisschen rund auslaufen lassen. Ich lege euch mal das Maßband daneben, damit ihr es besser sehen könnt. Also es ist wirklich nicht viel. Das habe ich an allen vier Ecken gemacht, sowohl am Futter wie am Außenstoff. Ich habe alle vier Nähte genäht und die Nahtzugaben auseinandergebügelt. Dann habe ich an den Ecken begonnen, die Außenstoffseite und das Futter rechts auf rechts aufeinander gelegt. Und zwar, wie gesagt, die Ecken genau aufeinander. Und dann den Rest ringsherum festgesteckt. Und nun wird das mit einem Geradstich außen herum genäht. Ich streiche die Naht aus. Dabei habe ich eine Hand im Futter und eine Hand außen. Dann legt sich das nachher leichter.
Dann wende ich das durch meine Wendeöffnung. Und lege es genau an der Naht auf die Kante und stecke es mir ringsherum fest. Wenn ich das ringsherum gemacht habe, steppe ich es nochmal von der rechten Seite füßchenbreit ab. Als letztes schließe ich dann meine Wendeöffnung mit unsichtbaren Matratzenstichen von Hand. Wie gesagt, ich habe meine Wendeöffnung in dieser Teilungsnaht im Futter. Wenn ihr das nicht habt, dann hättet ihr sie hier in die Naht gelegt und dann könntet ihr sie auch ebenfalls jetzt mit einem Matratzenstich hier schließen oder knappkantig absteppen, dann schließt sie sich automatisch. Meine Haube ist fertig. Ich kann sie euch jetzt nicht überm Drucker zeigen, denn der Drucker steht bei meinem Freund. Ich habe jetzt aber mal eine Pappschachtel drunter gelegt, so in die Ecke, wie der Drucker wäre. Also ich habe es so genäht, dass die Stifte auf der Vorderseite sind, die höheren aber laufen oben ein bisschen über den Rand. So sieht es von oben aus. So von vorne, das ist die linke Seite. Und auf der rechten, da ist jetzt mein Karton zu klein, wenn ich das so rüberziehe. So, dann habt ihr hier die rechte Seite, also die linke Seite des, wenn ihr drauf schaut. Der gelbe Bleistift ragt also so ein bisschen hier nach oben. Das ist die Ansicht von oben. Und die kleinen Stifte, die sind nur vorne zu sehen. Das also zu meiner Druckerhaube. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Zusehen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Wünsche euch Gottes Segen. Bis zum nächsten Video. Eure Angelika.